Hui, Moinsen. Herzlich willkommen in Vlog Nummer 352, sollte es sein. Heute ist der 29., glaube ich, ne? Ja, Donnerstag, der 29. Das soll hier heute Vormittag ein bisschen weitergehen, mal. Also ich habe hier schon mal ein bisschen, die Pappe wollte ich noch behalten, die schredder ich noch mit. Aber der Rest ist entsorgt, wurde gestern auch schon abgeholt. Der Pappcontainer wurde gestern geleert. Hier ist noch ein Katalog, wo wir noch mal reingucken, aber nicht jetzt. Ina hat hier schon für die Bestellung die Hoodies und T-Shirts gepresst und dann werde ich dann anfangen und schon mal ein bisschen was packen. Wir sind, man sagt ja immer so zwischen den Jahren, ne? Ich finde, den Ausdruck völlig bekloppt ist. Bekloppt, oder? Ich finde es bekloppt. Egal, zwischen den Jahren sind wir ein bisschen lazy. Das geht dann nächste Woche richtig Vollgas wieder los. Aber auf jeden Fall werden heute schon Bestellungen gepackt. Es könnte sogar sein, dass alles fertig wird. Das weiß ich noch nicht. Aber na, nur, falls ihr drauf wartet. Also es ist ja so ein bisschen noch, die Kinder haben Ferien und so. Und dann gönnen wir uns ein bisschen langsameres Arbeiten. Jo. Ich würde an dieser Stelle total gerne auf eure Kommentare vom letzten Video eingehen. Geht aber nicht, weil das geht heute Abend erst online. Also verschieben wir das aufs nächste Video, ne? Ja, so machen wir das. Aber dann denke ich mal, wäre das, glaube ich, gar nicht ganz doof, wenn wir darauf eingehen. Ich will gleich nochmal, ich habe so eine blöde Idee für Thumbnail. Ich habe das noch nie gemacht. Leute, ich habe das, glaube ich, echt noch nie gemacht, dass ich extra irgendwie ein Foto gemacht habe und das dann auch noch so krass bearbeitet habe, wenn es denn krass bearbeitet sein wird. Das weiß ich ja noch nicht. Ihr wisst es ja schon, ob das geklappt hat. Aber ich habe eine lustige Idee und dann kann man das auch ein bisschen ausreizen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Da brauche ich aber Hilfe von Ina. Ina ist noch drüben, macht noch gerade ein bisschen sauber, also saugt das Haus durch und dann mal wischen. Die Kids spielen noch drüben. Deshalb kann ich hier drin jetzt heute wahrscheinlich auch nicht ganz so viel filmen, weil die Kinder hier mit herkommen und naja, ihr wisst, wie es ist. Aber ich habe auf jeden Fall hier schon mal meinen Greenscreen-Dingsbums. Ja, das hatte ich hier neulich schon mal hergezeckt, weil Michi ja gerne ein Kurzvideo von mir haben wollte, was er bei sich in einen Blog reingeschnitten hat. Das habe ich vorhin Greenscreen aufgenommen, aber er das ein bisschen einfacher hat, das freizustellen. Emmy! Aber für dieses Foto kann man es, glaube ich, jetzt auch brauchen. Deshalb habe ich es auch noch nicht wieder weggeräumt. Ich hätte es jetzt sonst erstmal aus dem Weg geräumt, weil das auch. Du fällst da drüber. Völlig scheiße. Auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, habe ich noch wieder ein paar neue Ideen für nächstes Jahr. Ich experimentiere gerade ein bisschen mit dem Mini-Intro rum, wie ihr vielleicht gesehen habt. Das ist aber noch lange nicht das Gelbe vom Ei und ich bin noch lange nicht zufrieden. Ich bin da noch am Basteln. Also es könnte sein, dass in den nächsten Videos das immer noch mal wieder ein bisschen anders ist oder ganz anders oder so. Ich weiß es noch nicht, wie ich es machen will. Auf jeden Fall soll das ganz kurz und dezent. Gut, gestern war es jetzt nicht dezent. Aber ich wollte, wie gesagt, ein bisschen experimentieren. Wir gucken mal, wie es wird. Yo, da hatte ich übrigens, ach so, da hatte ich auch, da hatte ich Jan gefragt, ob er vielleicht mal seinen Cutter Max fragen kann, ob der vielleicht ein Intro für mich schneiden würde. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Max und an Jan. Jan hatte dann Max gefragt und Max hatte gesagt, jo, soll er sich mal melden? Ich habe mich noch nicht gemeldet. Max, der Grund ist, ich will es doch erstmal eben selber versuchen, weil ich jetzt die Idee habe, dass ich gar kein richtiges Intro, wie es sonst immer war, machen will, sondern was ich eben sagte, nur was ganz Kurzes irgendwie. Weil die Videos sind in der Regel lang genug und da muss ich jetzt, glaube ich, nicht auch noch irgendwie so ein 10-Sekunden-Intro davor klatschen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Kann sich jederzeit wieder ändern. So, weiter geht's. Bis gleich. So. Ich nutze jetzt mal die kurze Zeit, wo es gerade mal nicht regnet und hole noch mal Kartoffeln für den Hofladen, die packe ich ab. Normalerweise nehme ich ja die Dreiradkarre, aber die haben die Kinder leider gestern aus der Tür rausgezogen. Jetzt ist die ganze Fläche nass und da kann ich natürlich keine Tüten draufstellen. Also nehmen wir mal eben die Karre. Halb so schlimm. Mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich euch noch erzählen wollte. Und zwar in dem Moment, als ich hier die Kartoffelwaage eingeschaltet habe gerade. Und zwar geht es auch um Kartoffeln. Gestern Abend rief der Disponent von der Heidesand noch an, Kartoffeldisposition, Telefon klingelt, ich sehe auf dem Handy, oh Mensch, der Bernd ruft an, habe ich mich schon gefreut, geil, vielleicht nehmen sie doch noch Kartoffeln Anfang nächster Woche. Ja, Arschlecken, war nicht geil. Und zwar haben die in der Probe schwarzfleckige Kartoffeln gefunden.
Wovon kommt das? Schwarzfleckig können sie werden, wenn die Kartoffeln zu kalt bewegt werden bzw. fraktioniert. Wir haben die Kartoffeln ja noch fraktioniert, also sprich kleine raus über unsere Sortiermaschine da. Die Kartoffeln stehen ja da im Lager. So, und wir haben jetzt, wir gucken noch mal eben schnell noch mal eben auf die Temperatur. Produkttemperatur ist aktuell 5,7 Grad. Außentemperatur jetzt gerade 9,2, Kanal, also Raumtemperatur 6,3 im Lager. So, jetzt gibt es im Grunde genommen zwei Lösungen für die nächste Lieferung. Insofern, ja doch, so, es gibt zwei Lösungen für die nächste Lieferung, um das zu vermeiden. Lösung 1 wäre, die Kartoffeln vorher rechtzeitig da rauszuholen, hier hinzustellen und hier eine Heizkanone vorzustellen. Ist aber suboptimal, zum einen, weil die richtig viel Diesel durchhaut, ist so, und zum anderen, wobei das ist, dann wäre dann in dem Fall auch noch egal, weil da kommen wir gleich zu, oder die andere Idee ist, die andere Möglichkeit ist, die zu verladen, ohne die hier vorher zu fraktionieren. So, wenn wir das machen, dann haben wir natürlich sehr viel Abzug, ne? Also Sortierkosten hat man sowieso, aber die werden dann höher. Dann haben wir natürlich die Tonnage, die vermarktungsfähige Tonnage, deutlich geringer auf so einem Zug drauf, weil die Kleinen ja alle mit drin sind und so weiter und so weiter. Das Sortieren ist noch halb so wild, aber das Fraktionieren, dass die Kleinen raus sind, das ist eigentlich schon nicht ganz unwichtig für uns, weil wir die Anlage ja haben. Das Ding ist auch, dass die letzten Lieferungen, die wir hatten, da war es tendenziell eher kälter als jetzt. Da war nichts dran. Deshalb ist das jetzt für mich schon irgendwie ein bisschen komisch, dass es bei der letzten Lieferung jetzt so war. Ist halt scheiße. Die haben das jetzt so gemacht, die haben die über Nacht im Bunker liegen lassen. Und er nimmt heute nochmal eine neue Probe und meldet sich dann im Laufe des Vormittags, denke ich, irgendwann nochmal. So, bis jetzt hat er nicht angerufen, ist auch schon neun durch. Der wird sicherlich jetzt irgendwann anrufen und dann ja, hoffen, dass das noch gut geht. Wenn das jetzt richtig schief geht, dann wird es richtig teuer. Und dann wäre auch der Diesel für die Heizkanone völlig für den Arsch. Das wäre völlig egal, weil der aktuelle Preis, der liegt irgendwo bei, also wenn die, die da durchsortiert haben, für die fertig sortierte Ware, die dann gepackt wird, die Tonnage, da bist du bei 270 Euro aktuell die Tonne. Und wenn das jetzt gar nichts mehr ist und wir die im Worst Case sogar zurückholen müssen, dann können wir mit Wietzendorf telefonieren und pass mal auf, wir einen Zug Speise, das würde wahrscheinlich gehen, aber dann bist du vielleicht noch bei, weil da ist ja kein Steckegehalt drin, 40 Euro die Tonne oder sowas. Also das wäre ein richtig herber Verlust, das wäre echt scheiße, das wäre richtig, richtig scheiße. Also oh, könnt ihr euch selber ausrechnen, 25 Tonnen hast du drauf, dann noch ein bisschen Abzug, aber oh Gott. Ja, das wäre super mies, also das war eine ganz beschissene Nachricht gestern zum Abendbrot, zum Abschluss des Jahres, ne? Und dabei ist nicht mal Montag gewesen. Das ist zu kotzen, aber gut, wir können es nicht ändern, wir können jetzt in diesem Moment einfach nur hoffen, dass es nicht so ist, dass er da eine Probe hatte, die halt scheiße war, aber das Gros der Kartoffeln ist in Ordnung. Es schmeckt ja nicht anders, aber es ist halt nicht gewollt, also da muss man dann auch nicht weiter rumdiskutieren. Es sieht nicht gut aus und die kann man halt nicht verkaufen. Ist so. Gut, also jetzt wollen wir aber mal eben hier unsere Glorietta für den Hofladen in Tüte bringen. Das Ganze dann in den Hofladen, dann auch noch mal eben kurz die Automaten durchgucken, Milch, Eier nachstellen und dann geht es mit dem Packen los. Beziehungsweise wahrscheinlich müssen wir noch erst eben in den Baumarkt fahren. Also, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist ein bisschen Lazy-Jahr-mäßig heute, die Tage jetzt bis Neujahr, beziehungsweise bis zum 2. Januar. Gut, also, da habe ich mich echt geärgert. Und jetzt, wo ich davon erzählt habe, habe ich mich nochmal geärgert. Scheiße. Und dann ärgere ich mich hoffentlich nicht nachher nochmal, wenn das Telefon klingelt. Packen. Gerade noch was ein. Das löst das Problem von jetzt nicht mit den Kartoffeln, aber nächstes Jahr haben wir das Problem dann nicht mehr, weil wir dann ja beim Einlagern schon fraktionieren. Das heißt, wir müssen dann im Herbst, Winter, so wie jetzt, gar nicht mehr fraktionieren. Also die müssen gar nicht mehr über die Rüttelmaschine rüber. Ne? Das ist ein kleiner Trost. Aber wie gesagt, jetzt ändert das natürlich nichts mehr, aber für nächstes Jahr wird das dann anders.
Zack, so, Thema aus dem letzten Vlog, MHD und die Automaten nicht so voll und was war zuerst da, Huhn oder Ei und so weiter und so weiter. Deshalb mal ganz kurz eine Erklärung mit, damit das man das auch sehen kann, was ich meine. Also wir haben hier unsere Ketchup-Sorten drin, dann Gewürze. Gewürze sind tatsächlich, die halten ja lange, aber da sind über Weihnachten, vor Weihnachten einige doch tatsächlich weggegangen und der Lagerbestand ist ziemlich mau. Weil die im Moment auch nicht produziert werden. Das geht Anfang Januar erst wieder los. Also das ist tatsächlich nicht gewollt, dass die Fächer da zum Beispiel, dass die leer sind. Also die werden, sobald wieder Gewürze gemischt sind und abgefüllt sind, auch wieder vollgestellt. So, Kaffee ist klar, Chips haben wir drin, unten Tassen. Ja, und das ist auf der Seite das im Moment gewesen. Hier sieht es noch mauer aus. Mettwurst, die hält auch eine ganze Zeit. Auch Sotel, wie immer, wirklich lecker. Einmal mit Rind und einmal... Also das ist ein halb und halb und einmal Schweinemettwurst. Milch haben wir immer da. Da bestelle ich das, da haben wir das mittlerweile ganz gut raus. Das, was wir brauchen, um laden und wir switchen so ein bisschen hin und her und das passt in der Regel. Also da schmeißen wir eigentlich nie was weg. Das ist Gott sei Dank, toi toi toi, Klopf auf Holz. Hochzeitssuppe, Honig, Aufstriche, Eier und ein bisschen Wurst im Glas. Und das war's im Moment. Ne? Das ist, wir werden, ich sehe gerade Inas Ecke, das zeige ich gleich auch nochmal, wir werden das jetzt nochmal versuchen. Im Laufe Januar werden wir nochmal einen Anlauf nehmen, werden nochmal in uns gehen, was wir auch mit langen MHD nochmal vielleicht ins Sortiment reinnehmen können, dass die Automaten, weil ich mache das selber nicht sehen, das ist einfach, also die beiden ganz links, ganz rechts, die kommen erst im Frühjahr wieder an. Also das hat jetzt echt keinen Zweck, den Strom können wir sparen, aber dass wir die beiden in der Mitte, dass wir die wieder voll kriegen und dann machen wir uns jetzt nochmal Gedanken, dass wir dann zu Mitte Januar irgendwie spätestens das irgendwie noch wieder ein bisschen interessanter gestalten können. Also ein Versuch, wie gesagt, starten wir noch. Ja, Ina ist hier noch im Gang, die switcht jetzt gerade so ein bisschen um. Weihnachten, die Karten sind weg. Geschenkanhänger sind da noch welche, die aber auch allgemeingültig sind. Jetzt hat sie hier so frohe neues Jahr Kerzen gemacht und so. Also das bleibt hier immer so ein bisschen up to date. Und kein Witz, aber man muss dann schon an Ostern denken. Ne? Also Ina bereitet jetzt quasi schon Ostern vor. Krass, ne? So, jetzt geht's weiter im Lager. Zack, so, Paketeparken ist jetzt erstmal abgebrochen. Es ist natürlich, das Thema hatten wir ja auch schon mal, wenn die Kids dabei sind, für die wird schnell langweilig und das ist dann auch irgendwie doof. Ne? Ich habe ein ganz Teil geschafft. Ich habe jetzt noch, glaube ich, 8 Bestellungen nach. Das geht die Tage dann weiter damit, aber nur, dass ihr es nochmal wisst. Also, jetzt müssen die Kinder erstmal wieder dran sein. Wir haben das jetzt 11:45. Schon lange noch wieder. Weswegen ich hier stehe, wo ich stehe hier, könnt ihr sehen, vorm Café, vorm Eingang. Da kommen ja immer wieder Fragen, wann wir wieder loslegen mit der nächsten Saison, mit der neuen Saison. Das ist wetterabhängig. Also es wird irgendwo Ende März, Anfang April, grobe Richtung. Aber wenn wir es wissen, oh, jetzt wird das schattig hier. Wenn wir es wissen, dann geben wir euch natürlich rechtzeitig Bescheid und würden uns natürlich freuen, wenn ihr Bock habt, uns nächstes Jahr wieder hier zu besuchen. Ja, so, weiter geht's. Ah, jetzt ist gerade hinter dem Container weggehoppelt. Also, ich bin am Füttern. Müsste jetzt irgendwo so bei 12:30, nee, ist schon 13 gleich. Oh, die Zeit rennt. Ja, Tiere schon mal versorgen. Die Jungs sind in der Werkstatt und vernichten Schrauben. Die basteln irgendwas. Und Ina ist unterwegs mit Töchterchen. Mal eben zum Baumarkt. Ja, finde den Fehler. Wäre natürlich auch gerne im Baumarkt, aber ich hätte wahrscheinlich wieder irgendwas gekauft, was ich gar nicht brauche. Und mich hinterher geärgert. Egal. Auf jeden Fall wichtig. Ina wollte noch 2 kleine Holzkisten kaufen für die Kids zum Sortieren in den Zimmern. Aber noch viel wichtiger, ich hatte noch Rollen rausgesucht. Die nennen sich da Parkettrollen. Also, dass sie bodenschonend sind. Drehbar und bremsbar. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir mal so ein kleines Lego-Brett bauen für die Kinder. Und das soll auf Rollen, damit wir es hin und her schieben können, aus dem Weg schieben können. Es wird so oder so immer, also es wird ein Kompromiss, weil eigentlich soll die Platte natürlich riesig sein, damit sie Platz haben zum Bauen. Andererseits darf die aber auch nur klein sein, damit sie nicht ständig vor den Füßen rumsteht und im Weg ist. Ja, und irgendwo da finden wir dann hoffentlich einen Kompromiss.
Und bauen so ein kleines Ding. Das soll so, das habe ich, gestern waren wir aber zum Essen bei meinem Bruder eingeladen und da habe ich das gesehen. Er hat da keine Rollen drunter, aber sonst von der Art finde ich das schon richtig geil. Da habe ich gedacht, jo, das wäre für uns auch was, für unsere Kinder. Das baut man nach. Beziehungsweise, wie gesagt, ein bisschen anders mit Rollen und so. Aber ja, das wird dann so, ja, bei mir nicht ganz kniehoch ungefähr. Also, dass sie davor hocken können und da drauf den Lego bauen können. Mit einer kleinen Umrandung, dass die Steine nicht zur Seite runterfallen. Das ist so die Idee. Ja. Mal gucken, was das raus wird. Jetzt aber erstmal den Rest fertig füttern. Ich muss noch zu den Eseln. Ne? Also bis gleich. Herr Lehmann. Flausch. Nein, nicht die Jacke. Nein. Nein. Lass das. Du kannst Tetz zerbeißen, aber mich doch nicht. Schon gar nicht meine Jacke fressen. Feini. Wie sehr willst du übertreiben, Rüpers? Ja. Ich bin gespannt, was ihr heute Abend sagt. Ein bisschen Spaß muss auch mal sein. So, um noch mal einen draufzusetzen. Ich glaube, ich muss ein bisschen reinzoomen. Da drehen die Geldmaschinen, ne? Der Dukatenscheißer. Gewaschene Kisten. Also, ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden, wie das alles gemeint war, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Oh Gott, das war knapp. Ja, ich habe mein Feuerholz geholt, Vorrat anlegen. Ich will den Kamin gleich nochmal eben einmal anmachen. Das ist so nasskalt, also es ist nicht wirklich kalt. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr aufs Thermometer geguckt, aber für die Jahreszeit ist es eher warm. Aber trotzdem ist das durch diese Nässe. Das geht so richtig durch. Ne? Naja, und bevor wir da die Heizung weiter aufdrehen, na, Kamin, dafür ist er ja da. Ja, dann haben wir jetzt gleich in einer knappen halben Stunde kommen Inas Eltern nochmal eben auf eine Tasse Kaffee zu Besuch. Heute Abend bekomme ich noch Besuch vom alten Freund. Wir haben uns lange nicht gesehen, da freue ich mich auch richtig drauf. Es wird bestimmt lustig. Und dazwischen muss ich noch irgendwie dieses Video schneiden. Aber das kriegen wir auch alles hin. Also deshalb war das jetzt mal ein kürzeres Video, glaube ich zumindest, das kürzer ist. Ja, doch, ist wohl kürzer. Kleines Update. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Wenn ja, gerne einen Daumen da lassen. Gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr was wissen wollt. Oder einfach auch so. Freut mich auch immer. Und wenn ihr... Ihr könnt gerne auch abonnieren, müsst ihr aber nicht. Also ihr müsst da nichts von, ist auch klar. Aber abonnieren, macht das gerne, wenn ihr weitere Videos gerne gucken wollt. Wenn nicht, dann könnt ihr es auch sein lassen. Ist auch gut. So, also Feuerholz nach vorne. Es wird schon wieder windiger hier. Und gleich nochmal eben die Tür vom Schaf-Lama-Alpaka-Stall da eben zuziehen. Damit das nicht aushebelt vom Wind. Wer weiß, was heute Nacht ist. Und dann ist Schluss. Ach, was für ein schöner Schlepper hier rumsteht. Geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.